So, willkommen zurück zu den harmonischen Schwingungen. Also, jetzt schauen wir uns mal an, wie das so funktioniert. Was sind harmonische Schwingungen? Also, es geht eigentlich um Systeme, in denen die Rückstellkraft direkt proportional zur Auslenkung ist. Also, sowas wie das hier. Ja, eine Masse, die an einer Feder hängt. Und das kennen alle, die. Die Federkraft, die ist ja sowas wie minus Federkonstante mal die Auslenkung. Ja, also das ist so das Paradesystem der Physik, mit dem wird im Prinzip ja, alles vom Atomkern bis hin zu großen Systemen beschrieben. Ja, eins der wunderschönen Systeme, die einfach ja, analytisch sehr gut beschreibbar sind und es einfach Modell stehen für vieles, was es so gibt. Ja, und was das Schöne ist an diesen Systemen mit proportionaler Rückstellkraft ist, die Bewegung, die da rauskommt, die sieht aus wie ein Kosinus oder ein Sinus. Also ist ja die gleiche Form. Also wir können sie extrem schön mathematisch beschreiben. Warum das so ist, werden wir dann noch im nächsten Semester sehen, wenn wir Differentialgleichungen bekommen. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten jetzt, diese Form zu beschreiben, diese Schwingung. Wir könnten auch diese hier wählen, eine Überlagerung von Sinus und Cosinus, beides mal mit Omega t, also mit der gleichen Frequenz, aber unterschiedlichen Amplituden C1 und C2. Ich will das jetzt nicht tun. Ist zwar schön zu sehen, dass eine Überlagerung von Sinus und Cosinus mit der gleichen Frequenz wieder ein Sinus oder Cosinus ergibt, aber wir haben es nicht so anschaulich dann vor uns, was es jetzt direkt bedeutet und wie das genau aussieht. Also wir wählen lieber diese Beschreibungs Form, ja, die äquivalent ist, aber sich schöner darstellt. Also wie sieht unsere Schwingung aus? Im Prinzip, wir beobachten diese Masse hier, wie sie auf und ab schwenkt im Verlauf der Zeit. Also wir könnten zum Beispiel sagen, die Masse fängt hier an zu schwingen. Wir lassen sie hier los. Die schwingt runter und rauf und runter und rauf. Ja, ganz normaler Kosinus eigentlich. Wie weit sie schwingt, also was ist hier die maximale Auslenkung? Das ist A, die Amplitude. Also ein Vorfaktor, denn Kosinus alleine geht ja nur von minus 1 bis 1. Also hier haben wir minus A. Also das ist die Amplitude. Dann schon erwähnt, unser Omega sieht zwar aus wie ein kleines W, ist aber ein kleines Omega, griechische Buchstabe, nennt sich die Kreisfrequenz. Das ist jetzt nicht genau die Frequenz, da ist noch ein Faktor von 2 Pi dabei, aber genau, ihr könnt euch einfach mal die Frequenz drunter vorstellen. Unterschied ist, sagen wir mal, Omega wäre 1. Ja, nehmen wir mal an, Omega gleich 1. Dann muss eine Zeit von 2 Pi vergehen, um eine Schwingung zu vollziehen. Ja, das würde jetzt eine Frequenz, wenn ich jetzt das als Frequenz hinschreiben will, als Frequenz f meinetwegen, bedeuten, ja. Also ich brauche 2 Pi Sekunden für eine Schwingung, dann ist die Frequenz 1 durch 2 Pi. Ne? Oder jetzt können wir es einsetzen, wenn ich das weglasse, Omega gleich 1, dann Omega durch 2 Pi. Also die Frequenz ist ein bisschen langsamer als Omega. Ja, das wäre jetzt die echte Frequenz in Hertz. Die brauchen wir allerdings jetzt selten, weil wir jetzt noch keine so richtigen Anwendungen in der Frequenztechnik irgendwie besprechen wollen.
Also wir reden meistens von der Kreisfrequenz, also normale Frequenz mal 2 Pi. Dann haben wir die Zeit, klar. Und dann haben wir hier noch einen Phasenwinkel, das Phi. Und was bewirkt das Phi? Wir kennen das ja, aus den Funktionen. Wir haben besprochen, was eine Funktion f von x minus a, was dieses minus a bewirkt. Das war eine Verschiebung nach rechts. Also genau das passiert hier auch. Unser Phi verschiebt nach rechts. Allerdings ja, müssen wir, ja, so wie wir es hier bei den Funktionen mit der Verschiebung auch gemacht haben, müssen wir das Omega noch ausklammern. Also wenn ich das hier nochmal hinschreiben darf. Cosinus Omega und den klammere ich jetzt mal aus, mal T minus Phi durch Omega. So sieht es jetzt wirklich aus. Das hier ist meine Variable T ohne Vorfaktor erstmal, direkt mit meiner Verschiebung. Und das hier ist die Phasenverschiebung, wie sie hier unten steht. Also das hier ist wirklich, wie weit unsere Funktion hier nach rechts verschoben ist. Also so sieht dann die echte Funktion aus. Hier, das hier ist unsere Phasenverschiebung Phi durch Omega. Gut. Phi alleine nennt sich nur Phasenwinkel. Also der Phasenwinkel allein, der gibt zwar schon an, in welche Richtung wir verschieben, aber noch nicht wie weit. Dafür brauchen wir das Omega noch dazu. Gut, und dann haben wir noch diese Objektschwingungsdauer 2 Pi durch Omega. Das ist einfach hier die Zeit, wenn wir hier anfangen, bis wir wieder einmal die komplette Schwingung durchgemacht haben, also im Prinzip bis im Cosinus 2 Pi rum sind. Gut, also man könnte auch mal einsetzen, dass wenn ich das Groß T für Klein T einsetze, also die Schwingungsdauer Groß T vergangen ist, dann kürzen sich hier die Omegas und es bleibt 2 Pi übrig. Ja? Also im genauen Winkel von 2 Pi ist rum. Gut, also so kann ich mit einem Kosinus, mit Amplitude, Kreisfrequenz und Phasenwinkel, mit diesen drei Parametern, kann ich die Schwingung sehr schön beschreiben. Und das werden wir uns ein bisschen anschauen. Nur nochmal so ein Ausblick, das mache ich immer ganz gerne. Wo geht die Reise hin? Wir werden bald sehen, oder ihr macht das ja beim Klaus parallel mit komplexen Zahlen, dass wir den Kosinus nicht so praktisch finden. Wir werden das durch eine komplexe E-Funktion ersetzen. Also hier im Exponenten der E-Funktion ist das komplexe I. Wenn ihr es noch nicht gehabt habt, keine Sorge, das wird auch genau erklärt. Aber so lässt sich das Ganze nochmal einfacher schreiben. Mit E-Funktionen lässt sich schöner arbeiten wie mit Sinus, Kosinus. Und irgendwann werdet ihr vielleicht auch noch mal was mit Wellen zu tun haben. Ja, was haben Wellen mit Schwingungen zu tun? Im Prinzip stellt euch vor, ihr seid am Strand. Da ist das Meer und ihr steht hier im Wasser. Genau, wenn ihr da einfach stehen bleibt, dann kommen die Wellen auf euch zu, das Wasser direkt vor euch. Das geht mal rauf, die Welle kommt, dann steigt das Wasser wieder ab, dann geht das Wasser wieder rauf, dann geht es wieder runter. Also wenn ihr an einer Stelle bleibt, erlebt ihr sowas wie eine, naja, harmonische, ist vielleicht nicht jetzt nur im Idealfall, aber genau, ihr erlebt eine Schwingung. Ja, bei der perfekten, idealen Kosinuswelle ist auch eine harmonische Schwingung, die ihr an einem Ort stehend erleben würdet. Also deswegen kann ich hier die Welle
sieht die eigentlich genauso aus. Amplitude, Cosinus, Omega, T. Also genau der gleiche Term. Das Einzige, was jetzt noch die Erweiterung ist, also wenn ich hier stehe und Zeit vergehen lasse, dann schaue ich ja die T-Achse an, die Zeitachse. Jetzt kann ich aber auch mein Fotoapparat rausholen und ein Bild von dem Ganzen machen. Also die Zeit ist jetzt festgefroren. T ist gleich 0. Nichts bewegt sich, aber ich kann entlang der, nennen wir sie mal die X-Achse, kann ich mir mein Wasser anschauen und da sehe ich hier mit die Wasserwellen, die beschreiben auch ja, im Idealfall so einen Kosinus oder einen Sinus und den kann ich natürlich auch über die gleiche Gleichung beschreiben und das ist hier mein minus k mal x. Also ich habe hier beides drinnen. Einmal eine Kreisfrequenz für die Auf-Ab-Bewegung, wenn ich an derselben Stelle bin. Und einmal hier eine Wellenzahl k, wenn ich ein Foto mache und schaue, wie weit sind die Wellenberge auseinander, wenn ich die Zeit festhalte. Und natürlich kann ich das jetzt im Dreidimensionalen machen. Drum habe ich hier Vektoren, x-Vektoren, schauen in eine bestimmte Richtung und die Welle läuft in die Richtung vom k-Vektor, dreidimensional mit Skalarprodukt. Also so ist das Ganze beliebig erweiterbar, so wird jetzt eine Wellenfront aussehen. Ja? Die ist jetzt natürlich eine idealisierte Welle. Gut, soweit der Ausblick. Jetzt springen wir mal rein in die harmonischen Schwingungen. Welche Schwingungsdauer hat denn jetzt zum Beispiel diese Schwingung hier? Mögliche Antworten 1, 2, 3 oder 4. Genau. Also, Antwort 3. Haben alle erraten, also T, Groß T ist ja 2 Pi durch Omega und Omega genau haben wir gesehen ist 4, also kommt hier Pi halbe raus. Wunderbar. Machen wir gleich noch einen. Welche Phasenverschiebung hat diese Schwingung? Was ist die richtige Antwort? Ganz genau, Möglichkeit 1. Denn ich habe einen Phasenwinkel ja, von Pi und ich habe ein Omega von 1,5. Und die Phasenverschiebung, die ist ja Phi über Omega, also Pi durch 1,5. Und das ist gleich 2 Pi. Sehr schön. Machen wir mal noch eins hier mit dem Graphen. Welche Kreisfrequenz Omega habe ich hier? Genau. 2 Drittel Pi. Wie können wir es sehen? Also was wir natürlich sehen ist, ja, wir starten hier im Maximum und das nächste Maximum ist hier bei 3. Also kann ich sagen, meine Schwingungsdauer ist 3 und die muss 2 Pi durch Omega sein. Omega will ich haben. Das löse ich nach Omega auf. Dann ist Omega 2 Pi Drittel. Gut. Also alles gar nicht schwer. Einen letzten, der ist zum Skizzieren. Skizziert doch mal bitte folgende Schwingung. Wie sieht die aus? Und die Skizze kann jetzt ganz grob sein. Wichtig ist mir die Beschriftung. Also wo starten wir, wo kreuzen wir die Achse und so weiter.
Bild. Ähnlich wie dieses. Also wie können wir es skizzieren? Wir können mal ganz leicht anfangen. Amplitude von 2. Ja, also es geht von plus 2 bis minus 2. Dazwischen findet unsere Schwingung statt. Gut. Dann habe ich ein Omega. Machen wir mit dem weiter. Omega von 1/2. Also Schwingungsdauer 2pi durch Omega ist 4pi. Ja, 2pi durch 1/2, 4pi. Also so weit muss ich die t-Achse zeichnen. Bei 4pi bin ich einmal rum. So, jetzt muss ich nur noch wissen, ich habe ja einen Kosinus. Der Kosinus sieht ja generisch eigentlich so aus, dass er hier beim Maximum startet und runtergeht. Jetzt habe ich hier eine Verschiebung, Phasenwinkel von Pi halbe. Da mache ich jetzt mal die Phasenverschiebung draus, also Phi durch Omega, Pi halbe durch 1/2 ist Pi. Das heißt, wir haben eine Verschiebung um 180 Grad, also der normale Kosinus, wenn ich den nochmal hier schön zeichne, der ist ja so, es geht bei 0 los, dann bei Pi halbe ist 0 Durchgang und bei Pi bin ich jetzt hier unten. So, und dann geht es genau hier. Hier sind 3/2 Pi und 2 Pi. So, jetzt können wir uns zwei Dinge anschauen. Einmal, ich kann mir den Phasenwinkel anschauen. Der Phasenwinkel von Pi halbe bedeutet, wir starten da, wo der Kosinus, der ganz normale Kosinus, ja, das hier ist einfach Kosinus t, wo der den Winkel Pi halbe hat, Phasenwinkel. Das heißt, genau hier beim Nulldurchgang. Ja, genau das machen wir. Beim Nulldurchgang starten wir, geht nach unten, wie hier drüben eben auch, und dann geht es rauf und dann bei 4pi sind wir zu Ende. Das kann ich machen. Oder ich zeichne den ganzen Kosinus, so wie er aussieht, wo er normalerweise hier startet, aber wir haben natürlich einen Kosinus, der gestreckt ist, der zweimal so breit ist, ja, 4pi braucht er. Und jetzt schieben wir den um Pi nach links. Ja. Wir haben den um Pi, also ich rechne ja plus Pi halbe, also eine Verschiebung nach links. Wir haben jetzt das Ganze hier um Pi nach links geschoben. Und ja, weil er doppelt so breit ist, der Kosinus, dann bedeutet das nicht, dass wir hier, dass quasi das Minimum dann auf der Null ist, sondern eben genau der Nulldurchgang. Und dann kommen wir auch auf das gleiche Ergebnis. Also so kommt auch der Phasenwinkel hier zu einer einigermaßen anschaulichen Erklärung. Wunderbar, sehr schön. Damit werden wir erstmal mit Sinus, Cosinus durch. Im nächsten Beitrag kommt jetzt noch was Interessantes, zwar logarithmische Darstellung, damit ihr Graphen aller Art lesen könnt. Bis gleich.